Warte. Haha. Ist das nicht ein toller Trick? Ist doch toll, oder? Bam. Damit hat niemand gerechnet, dass ich das noch kann. Geheimes Spitzhackenlager entdeckt. Da ich dann später mal noch Cobblestone austauschen muss. Weil sonst habe ich ein Problem. Wenn ich mal ehrlich bin. Also ich kann es eigentlich jetzt schon noch Cobblestone austauschen. Beziehungsweise durch anderes Zeug, das ich nicht mehr brauche. Ja, und Cobblestone. Sonst funktioniert das nicht. So, der. Ja, aber wie gesagt, träumen so. Kann ich nichts zu sagen, tatsächlich. Weil ich damit nur keine Erfahrung habe. Vielleicht rede ich das mir auch wieder immer nur ein. Wie so vieles. Ich rede mir wirklich sehr viel ein. Ja, also von dem her. Ich bin, glaube ich, sehr gut, wenn es darum geht, mich selbst zu beeinflussen durch aktives Zu- und Wegreden. Das Beste ist halt wirklich, wenn ich sage, ich habe kalte Füße. Keine 3 Minuten später habe ich eiskalte Füße. Das Blöde ist, wenn ich sage, ich habe warme Füße, um das Ganze quasi von vornherein zu verhindern. Habe ich 2 Minuten später auch eiskalte Füße. Und mir fällt gerade ein, das ist eine saublöde Idee gewesen, das jetzt zu erwähnen, denn ich sitze barfuß vom PC. Und der Heizkörper befindet sich hinter dem Greenscreen, das heißt, ich kann meine Füße nicht wärmen. Ah, ich hasse mich dafür, das jetzt gerade gesagt zu haben. Ah je, das war eine blöde Idee. Aber was, wie gesagt, was also von dem her, was solche Selbstbeeinflussung. Vielleicht funktioniert es, wenn ich einfach vor der Nacht und sage, heute Nacht träume ich von bla bla bla, dass ich dann tatsächlich mich sogar daran erinnern kann, dass ich von bla 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 geträumt habe. Ich halte es aber ehrlich gesagt für unwahrscheinlich, dass es geht. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt psychologisch gut oder schlecht ist, wenn man sich so beeinflussen kann. Aber man ist halt wirklich schon so, wenn man so sagt, heute schaffe ich die Prüfung, bla bla bla, dann funktioniert das schon ganz gut. Also psychologisch funktioniert das alles super. Und ist eigentlich schon ganz geil. Nichts dagegen sagen, dass mir das nicht gefallen würde, wenn man sich zwar selber so, ich sage jetzt mal, im Griff hat. Aber kann man auch ganz toll vergessen, dass es einem echt vollkommen scheiße geht. Es ist auch war auch mal ganz lustig beim Skifahren. Ich habe nämlich einen Skitag gebucht von SMV und da gab es quasi keine Reiserücktrittsversicherung. Das heißt, wenn man krankheitsbedingt nicht mitmachen konnte, konnte aber nichts dagegen machen. Das Geld hat mir nicht zurückgekriegt, weil es halt schon für den Skipass und so weiter eigentlich vorbestellt war, mehr oder weniger. Und für den Bus und pipapo. Und wie es das Schicksal so wollte, ich war am Vorabend richtig schlecht beieinander und gut krank. Und da habe ich dann gesagt, ja, schau, dafür gehe ich jetzt heute um 8 Uhr ins Bett, ja. Schlaf nicht gesund. Und dann morgen in der Früh stehe ich dann auf und dann entscheide ich, also dann stelle ich ja fest, ob es mir gut geht oder nicht gut geht. Und wenn es mir gut geht, dann fahre ich. Und wenn es mir nicht gut geht, fahre ich nicht. Und insbesondere natürlich, wenn man das so ankündigt, seinen Eltern gegenüber, dann setzt man sich natürlich innerlich so, ich schlafe jetzt und wenn ich morgen aufwache, bin ich wieder gesund. Und mit der Einstellung bin ich dann mehr oder weniger ins Bett gegangen. Und was soll ich sagen? Es hat
ganz gut funktioniert. Ich habe dann am Morgen dann, da ich natürlich wusste, so, ja, ich weiß, also mir geht es jetzt gerade ziemlich gut. Ich weiß aber nicht, wie lange dieser Effekt anhalten wird. Deswegen trinkst du lieber mal einen Kamillentee. Weil Kamillentee ist gesund und gut gegen Erkältung und macht mal halt so. Ja, außerdem habe ich mir noch in der Thermoskanne, damit, wenn nicht kalt wird. Alles war auch zusätzlich, dass es mir nicht so nicht gut ging am Vorabend. War es halt dann schon auch arschkalt, muss man offen dazu sagen. Habe ich dann auch Früchtetee mit Honig, ganz wichtig, mit Honig statt Zucker gesüßt, weil Honig bekanntlich bei Halsweh und so auch sehr gut hilft. Besonders in Tee gelöst, das ist also Fenchelhonig ist da, boah, Wahnsinn. Kann ich nur bestens empfehlen, bei Erkältungen Tee mit Fenchelhonig gesüßt zu trinken. Das ist Gold wert. Wie gesagt, auf jeden Fall sind wir dann los und als ich dann so aussteige, versagt mir dann, also sie sagt dann noch so Tschüss und dann sitzen wir im Bus und dann, ich konnte nicht mehr reden. Also gar nicht mehr. Das ging dann den ganzen Tag so auch relativ lustig hin, ja. Ich wurde an dem Tag auf der Skipiste auch von einem Holländer umgefahren, der mir meinte, von hinten reinbrettern zu müssen und so weiter und so fort. Also skifahrertechnisch war der Tag keine Glanzleistung. Ich meine, was willst du denn erwarten? Hallo, hatte wahrscheinlich noch Fieber. Ich weiß es gar nicht. Irgendwas bin ich relativ krank auf die Skipiste gegangen. Das Einzige, was wirklich sehr gut ist an der Tatsache, dass es Skisport war und nicht was anderes. Man kann ja, wenn man erkältet, irgendwie Sport macht, vor allem Ausdauersport. Ich glaube, das heißt Herzmuskelentzündung oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas sich, also was saugefährliches einfangen, wenn der Körper da sehr stark dauerbelastet. Der Vorteil beim Skifahren ist ja, du fährst runter und kannst dann beim Auffahren wieder ganz entspannen. Also man so Leistung, keine Leistung, Leistung, keine Leistung. Und dann noch habe ich eben das umgangen, dass mein Herzmuskel sich entzündet hat. Allerdings hat man auch gut gemerkt, dass die Entspannung, also das Entspannen, natürlich die Erholungsphasen etwas kurz waren. Und dementsprechend saßen wir halt teilweise auch etwas länger in den Hütten beim Mittagessen. Und wir saßen noch einmal oben in der Sonne. Am Gipfel an haben die Aussicht lange genossen und pipapo. Und irgendwann entschlossen wir uns, ja, wir sind nämlich im gleichen Gebiet, wo wir unser Skilager hatten. Wir besuchen jetzt einfach mal einen Werner. Das war der Hüttenwirt. Also, er ist es wahrscheinlich immer noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der die Hütte inzwischen aufgegeben hat. Und den haben wir dann wirklich besucht. War schön. Und ich hatte ungefähr eine Stunde vorher ist mir mein Tee ausgegangen. Das heißt, ich konnte eine Stunde lang nicht mehr reden, weil immer wenn ich irgendwas sagen wollte, muss ich vorher erst so einen Schluck Tee trinken mit dem Honig, damit ich überhaupt irgendwas aus dem Rauskratze. Das hat sich dann wahrscheinlich irgendwie so gehört. Ja, also. Und ohne Tee ging halt gar nichts. Da ging das nicht. Also da waren eine Stimme da einfach nicht beweglich. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Und ja, auf jeden Fall. War auch sehr lustig, sich so zu unterhalten. Also, ja, wo fahren wir jetzt hin? Und mit einem Schluck konnte ich dann so ungefähr 2 Minuten, 3 Minuten reden. Haben wir dann alles dann geklärt und dann ging es halt runter. Den Berg. Dann haben wir irgendwie den Beschluss gefasst. Ja, wir wollten eh noch zum Werner. Bla bla bla, gehen wir da hin. Und der Werner war quasi meine Rettung, denn er hat uns Tee, unter anderem auch Tee angeboten und. Und ich war, glaube ich, noch nie so dankbar, dass man mir Tee angeboten hatte. Das war so. Er war mein Lebensretter in dem Moment, weil ich saß dann in der Hütte, es war warm, es war eine ziemlich vertraute Umgebung. Und ich hatte meinen Stimmöler dabei. Also jetzt nicht dabei, aber halt in der Tasse. Und jeder hat heiße Schokolade getrunken. Und die Lehrer einen Kaffee, die dann auch dabei waren. Und ich habe dann einfach so, ja, nee,
Werner, lass gut sein, ich will nur einen Tee. Weil anders funktioniert das nicht. Sonst bin ich tot am nächsten Tag. Und war dann wirklich ganz lustig, weil, ja. Tee ist geil. Also, man, wenn man mit den richtigen Leuten zusammen ist, man kann lit, man kann, ich hab's auch schon mal geschafft, innerhalb von 2 Stunden an einem Nachmittag mit dem Flo, der Susanne und dem Pater Adam im Pfarrheim sitzend nach dem Sternsingern. Da habe ich in der Küche geholfen an dem Tag. Haben wir es dann geschafft am Nachmittag die ganzen Tee, weil niemand hat Tee getrunken. Da waren irgendwie noch so 6 Kannen über. Die haben wir dann innerhalb von 2 Stunden zusammen geleert. Also das, wenn man sich drauf einlässt, ist Tee ein wunderbares Getränk. Also wirklich. Und ja, ich trinke immer noch sehr gerne Tee und sehr viel. Also dafür, ich trinke dafür auch im Gegensatz zu wahrscheinlich jedem Studenten ein bisschen Kaffee. Ich mag das Zeug nicht. Ich hasse wirklich Kaffee bis auf, boah, mit Kaffee kann man mich jagen. Und zwar richtig weit. Da werde ich schnell. Also es gibt nichts, was ich mehr hasse an Getränk als Kaffee, glaube ich. Hört sich jetzt hart an, aber es ist so. Boah, Kaffee ist so furchtbar. Heieiei. Ich wollte eigentlich von dem Skitag noch erzählen. Lustiges Detail am Rande übrigens, auf dem Weg zum Werner hat mich der Holländer zusammengefahren. Und naja, wir saßen dann so da, haben uns dann über alles Mögliche unterhalten, schulische Dinge, bla bla bla. Und ja, irgendwann mussten wir dann halt los zum Bus. Ich glaube, wir saßen 1,5 Stunden. Die sind 1,5 Stunden nicht Ski gefahren, sondern einfach nur beim Werner drin gesessen, weil. Ja. Weil es halt so schön war. Außerdem, weil ich dann da halt reden konnte. Dann Heimfahrt im Bus war eine absolute Katastrophe. Ich habe schon beim Heimfahren gemerkt, oh fuck, mir geht's gar nicht gut. Bin dann halt auch. Hab dann die ganze Heimfahrt geschlafen. Und dann so konnte ich dann gar nicht mehr reden. Keine Ahnung, wie ich mich überhaupt noch verständigt habe, bis ich dann im Auto saß. Vom Nachbarn, mit dem ich dann gemeinsam heimgefahren bin. Wie auch immer das funktioniert hat, ich bin froh, halt angekommen zu sein. Nach dem Tag war also furchtbar chaotisch das alles. Und ich lag dann 1 Woche lang mit Fieber im Bett. Das war dann schon so eine Moral, wo man sich so dachte, ja, das macht man nicht nochmal, mit so einem Gesundheitszustand Skifahren zu gehen. Vor allem meine Mama hat das Ganze halt schon vorher angekündigt, hat schon gesagt, ja, wenn es dir gut geht, dann mach. Wenn es unbedingt weiß, sie war aber nicht begeistert. Vor allem sie davon zu überzeugen, dass es mir halt als wir losgefahren sind, wirklich noch gut ging. War auch etwas schwierig. Ich glaube, ich bin dann einfach nur noch warm, hab was gegessen, bin warm duschen und danach sofort ins Bett. Und dann war erstmal Sonntag. Und dann war Montag. Dann war Dienstag. Und ich lag die ganze Zeit einfach nur im Bett. War super. Das war lustigerweise auch die einzige Zeit in meinem gesamten Gymnasiallaufbahn, wo ich krank war. Naja. Und jeder, der beim SMV-Skitag dabei war, wusste auch genau warum. Wir waren immer zu zweit unterwegs, der Chrissy und ich. Und obwohl ich glaube, drei oder viermal bei diesem SMV-Skitag dabei war, wir haben es nie geschafft, dass einer von uns beiden fit war. Also beim ersten Mal ging es ja mir so scheiße, oder war das das zweite Mal? Nee, ich glaube, das war das zweite Mal. Beim zweiten Mal ging es mir so kacke, beim dritten Mal ging es dann ihm so kacke. Dann ist er ausgefallen. Und dann war ich auch gar nicht mehr in der Schule. Also das Ganze kam erst sehr spät. Eigentlich alles nur durch Mathe organisiert. Von der SMV. Okay, das lassen wir, da baue ich hier mit dem Kumpel. Die Brücke hier. Auf jeden Fall war Wahnsinn. Also boah.
Der Mathe war sowieso da der König des VG-Tags. Scheißegal, wann war.